Ich, hör, ich will nicht mehr mit euch über irgendwelche Klosachen reden. Ich habe heute nochmal im Büro das Fass aufgemacht über die Doppeldusche-Geschichte. Und ich will nur nochmal betonen, ich finde es immer noch merkwürdig. Ich finde es immer noch merkwürdig. Für die Leute, die nicht dabei waren, in dem Stream, den ich mit äh, Dean gemacht habe, hier nochmal gerne. Stimmt, das war gar nicht in meinem Stream, oder? Ich habe das gar nicht mit euch diskutiert. Okay, wir diskutieren das jetzt nochmal ganz kurz mit. Dave, sorry, ich muss kurz zur Seite stellen. Wir diskutieren das aus. Leines, warte, 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 Ich unterbreche dieses Video, um kurz dieses Fass aufzumachen. Ich mach, ich mach jetzt dieses Fass kurz mittendrin auf. Warte hier. Äh, Leines. Tag-Tipps. Wir, wir machen das jetzt auch bildlich. Ich muss das jetzt machen. Es lässt mich nicht los. Wenn ich euch jetzt hier habe, es lässt mich nicht los. Wo ist das? I let my wife down, bla bla bla. Ich weiß sogar genau, welches Video. So, und dann sind die ins Badezimmer gegangen. Wo ist das blöde Badezimmer? Das hat all, all diesen ganzen Horror ins Rollen gebracht. Was für ein Horror. Jetzt hasse ich, ich, ich schwöre es euch. Jetzt machen wir das zusammen im Stream. Jetzt gehen wir durch. Jetzt gehen wir durch. Mir ist egal, was ihr sagt. Wo ist dieses blöde Bad? Ich es euch, ich verstehe. Hallo. Sind sie draußen? Das will ich. Gar nicht. Ich weiß gar nicht wo es ist. Oh mein Gott, unangenehm. Aha, 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 aha. Das ist Kinderzimmer. Nach Kinderzimmer kommt irgendwas hier. Ich schaff das. Ich kriege das hin. Ich finde das. Irgendwann sind die im Badezimmer. Nein. Nein. Küche. Nein. Ein Bad. Kommen wir näher ran. Ist das ein Badezimmer? Das ist es kein Badezimmer? Oh mein Gott. Sind die ganz am Anfang im Bad? Oh Gott. Oh Gott. Ich finde die Doppeldusche. Ich finde die Doppeldusche. Die haben es bestimmt rausgeschnitten oder so. Ich sag euch. Genau jetzt kommt Luna wieder rein. Ey, Luna, du kommst nur in den Stream, wenn ich so über ultra-weirde Sachen rede. Oh Mann. Aber du kannst jetzt mitdiskutieren. Ich finde das warte ach das ist direkt am anfang warte hier 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 oh gott es war die ganze zeit hier es war die ganze zeit hier es ist so weird es ist so weird okay danke Nils, fürs verschenktes das okay my Okay. ist das weird ja oder nein ist das weird? Das ist doch komisch. Das ist doch komisch. Das macht man doch nicht. Und wisst ihr, was Leute zu mir sagen? Das ist ultra praktisch. Nee, genau hier. Das ist ultra praktisch. Das ist total cool. Hä? Duschst du nicht die ganze Zeit mit Leuten? Zusammen oder so? Guck, es ist weird. Guck, eine Sexdusche. Genau. Ja, das ist super cool. Genau. Das kann nicht sein. Es gibt wirklich, Müll es ist eine Spaltung Reine der Gesellschaft. Werden. Weißt du, dieses ganze Corona-Leugner-Ding oder so, das sind so, keine Ahnung, zehn Leute. Wo wirklich die Gesellschaft in Deutschland gespalten ist, ist das Thema Zusammenduschen ja oder nein. Ich schwöre es euch, wir können 50% hier durchziehen und ihr seid geschockt über Freunde, Familie, Menschen, die ihr seit Jahrzehnten kennt. Ihr werdet es nicht glauben. Es gibt... <laughs> Es ist eine Grundsatzfrage, die hier auf den Tisch gelegt wurde. Es ist so. Ko das ist komisch. Das ist komisch. Ich habe ja gar kein Problem damit, wenn ihr jetzt mit. Ist das jetzt peinlich, wenn ich sage, dass ich das in meinem Haus genauso geplant habe, in einem Badezimmer? No joke jetzt. ich Also ich ich weiß ich also das ist also ey ey Luna do your thing So ich muss jetzt mal ich muss mal kurz mehrere Punkte kurz dazu ich muss kurz mehrere Punkte dazu sagen Wir machen das hier Annika falls wenn du das siehst wir machen das hier eigenständiges Video auf dem Zweitkanal weil das muss auch noch auf dem, auf dem YouTube Kanal und da noch weiter diskutiert werden. wir machen hier ein großes Ding draus Wenn das nicht in die Trends kommt bin ich wütend So Miss Cherry danke schön für den Prime Sub Nein, 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 ihr müsst euch nicht entschuldigen, Rowdy. Danke schön für die Bits. Also, wir gehen jetzt kurz hier drauf ein. Es gibt mehrere Aspekte hier. Wir müssen, wir müssen das mal, wir müssen mal diese, diese, diese Ebenen müssen wir mal ganz kurz entschlüsseln. Wenn man nur so da drauf guckt, finden das manche komisch, ähm, manche nicht. Kannst mal duschen kommen. Das ist so. Mit, vielen Dank fürs Angebot. Äh. Ich sage jetzt nicht ja oder nein. So, äh, <laughs> Ich nehme mal Clara mit, wir kommen mal ausprobieren. Mal gucken, ob wir das für uns entdecken. Machen wir so. So. Ähm, Darf es natürlich auch alleine drunter. Dankeschön, sehr nett. Ähm, also, erste Layer ist so, wenn das für so kinky Shit verwendet wird, ey, no Kink-Shaming. Macht euer Ding, ne? Zieht durch, ey, genießt das Leben. Macht einfach so zusammen irgendwie das Ding. Aber, ey, bei aller Liebe. Für mich persönlich ist es, ist es doppelt komisch, weil das Badezimmer ist der einzige Ort, der einzige Ort in meinem Leben, wo ich nicht mein Handy bei mir trage und wo ich wirklich mal alleine bin. Was so ein privater Ort ist für mich. So, und ich glaube, deswegen finde ich das doppelt abstrus, weil ich einfach da mal meine Ruhe habe und das gesellschaftlich okay ist, dass man so eine Tür abschließt. Sollte nichts weirdes sein jetzt. Ne, ja, alles gut. So, und ähm, die <laughs> ähm, und das ist so, das ist so ein Ding. We wisst ihr, was ich meine? Das ist so. Aber wenn es jetzt um reine, wenn es um einen reinen Nutzen geht, wisst ihr, was ich meine? Wenn wir diese Ebene mal kurz öffnen, wenn es jetzt um mal wirklich eine Körperreinigung geht, dann weiß ich nicht, ob man beziehungs-, also ob man Einblicke da sieht. <laughs> ob man, ob man mit, mit dem Partner oder der Partnerin, whoever, ey. Einblicke dann in die tägliche, tägliche Waschroutine bekommt, die man vielleicht einfach nicht haben sollte. Also, ich, ich stelle das mal als These in den Raum und eine These kann immer wieder widerlegt werden. Deswegen stelle ich so viele Thesen immer, während ich streame. Aber ich sage, These von mir ist, wenn man nicht das intimste Waschprogramm des Partners wirklich hautnah miterlebt nebeneinander, vielleicht auch mal an Stellen, die nicht so angenehm sind, dann, dann hat man vielleicht, vielleicht mehr von einer Beziehung, aber ich weiß es nicht. Aber du kannst es doch auch alleine benutzen. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber das ist ja sehr Aber sowas hier, zum Beispiel, so eine Konstellation, ist ja sehr bewusst dafür ausgelegt, dass, dass man zusammen das auch macht. Und bei so Sachen wie, wie, so, wie so einem Badezimmer in dem eigenen Haus, wo die noch drei andere Badezimmer haben, will ich nicht mehr am Ende darüber diskutieren oder das zu einem Abstimmungspunkt machen, sondern, weißt du, was ich meine? So, ich will dann duschen gehen, wenn ich duschen gehen möchte und dafür ich meine Ruhe haben wird Zeit für eine Studie, die die These widerlegt. Ey, das spaltet die Gesellschaft, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe hier Sachen erlebt. Ich habe hier Sachen gesehen. Ich kenne jetzt dieses Thema. Öffnet eine Türe. Macht es mal, wenn ihr eure Freunde seht und irgendwie zusammen mit denen was trinken seid oder so. Nehmt euch mal den Abend Zeit. Ich schwör's euch, ihr habt einen tollen Abend und ihr kriegt Einblicke. Also ich habe jetzt wirklich alles gehört. Dieses Thema Doppeldusche hat Pforten geöffnet bei Leuten, die ich dachte, die kannte ich. Die zu mir auch gesagt haben, hä, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin zu Hause bist und du musst groß und gehst auf Klo, dann schließt du ab. So fragend. Sowas wie, wenn ich dusche, dann kommt mein, mein Partner oder meine Partnerin kommt rein und gehen dann groß auf Klo und dann reden wir dabei miteinander. Also es sind Sachen hier ans Licht gekommen, ich kann Leuten nicht mal mehr in die Augen gucken. Ich bin teilweise schockiert. Also es ist wirklich, du, es geht, du, du, du siehst Dinge in Menschen, das ist wirklich unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ich werde das auf jeden Fall ansprechen. Ich finde es gut, Luna. Nimm das doch mal mit in deinen Stream und frag mal, red mit deinen Leuten mal drüber. Ich sag dir, es passiert was. Es passiert, es passiert ein Wandel. Ich habe die Leute jetzt verändert, die hier heute zugeguckt haben. Es ist ein Thema. Rowley, Dankeschön für 10 verschenkte Subs. Wenn ihr nicht alle jetzt, die in dieser Debatte waren, mal ein Herzchen, also Freddy Love, Freddy Liebe oder auch irgendwie anders ein bisschen Liebe für Rowley da lasst, dann kommen wir nicht mehr aus diesem Sumpf raus, den wir uns gerade geschaffen haben. Also, mach mal ein bisschen Liebe für Rowley, der hat euch gerade 10 Subs geschenkt. Und Christine, Dankeschön auch. Und Mara für die Subs von gerade eben. Meine Güte, ey. Meine Güte. Freddy hat die Büchse der Pandora geöffnet. Hiermit fängt es an. Das ist komisch. Das ist komisch. Guck mal, wie der Kollege hier guckt, als, der den, als sie den die Dusche vorstellt. And now Also, die haben es benutzt und die fanden es toll und die können jetzt nicht mehr zurückgehen. Ich bin ja auch immer bereit, mich hier widerlegen zu lassen und einfach zu sagen: so, Yo, ich liege falsch. Ich habe das ja auch noch nie ausprobiert in so einer Dusche. Von daher, Luna, sag mal Bescheid, wenn Haus fertig ist. Ich pack Freundin ein und dann kommen wir mal vorbei. Dann, also, wir müssen es mal ausprobieren, glaube ich. Also ich kann es ja jetzt hier nicht haben. Dann, also irgendwie. Es scheint ja auch so zu sein. Ich kann mir auch nicht allen Sachen verschließen, die ich nicht ausprobiert habe. Aber ich glaube nicht, dass es das Wahre ist. Kein Kinky-Shit und so. <laughs> so, Save train danke für die Bits.